und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stromgenerator. Ja, es ist mittlerweile warm geworden und ich habe mich heute ziemlich erschreckt. Meine Zimmertemperatur, wo ich schlafe, also nicht hier, sondern in dem anderen Raum, ist 31,8 Grad. Das ist zum Schlafen etwas unangenehm. Und jetzt ist es halt so, abends wird es natürlich kälter. Nur wenn man durchlüftet, ist meistens kein Durchzug und dann bleibt es so warm. Das ist schade. Und irgendwann kommen dann die Mücken und dann, ja, ich bin hier unterm Dach und deswegen ist es sehr warm. Die Lösung? Ein Riesenlüfter. Das hier ist ein Autokühler von einem VW. Ich glaube, ein Passat war das. Ich glaube, da habe ich auch den Tacho her. Und zwar ist ein Doppellüfter. Das ist was ziemlich Cooles. Und zwar, hier ist ein Motor, aber es sind zwei Lüfter. Und wenn ich diesen Lüfter drehe, dreht sich der andere auch. Das muss also irgendwie gekoppelt sein. Hier vorne dran ist ein kleiner Keilriemen, der ist hier. Der verbindet die beiden. Das heißt, es ist ziemlich klug gemacht. Man braucht also nur einen Motor, um beide anzutreiben. Das spart Strom. Aber wirklich Strom sparen tut dieses Ding nicht. Weil, um es zu betreiben, benötigt man leider sowas. Eine Autobatterie. Also, Autobatterie braucht man dafür leider, weil im Vollgaszustand braucht das Ding 8 Ampere und das ist mit keiner anderen Batterie machbar. Also zumindest nicht mit denen, die ich habe. Ich schließe es mal an. Ich gebe zu, daran ist nicht alles selber gebaut. Ein Teil habe ich mir auch vom Chinesen gekauft. Der Chinese hat nämlich alles. Und deswegen habe ich hier oben vom Chinesen einen richtig coolen PWM-Controller gekauft. Mit Display. Ich würde es euch gerne in der Beschreibung verlinken, nur leider war das das letzte. Dieses Ding ist richtig cool. 12 bis 80 Volt schafft er und unglaubliche 30 Ampere. Für Leute, die noch nicht wissen, was PWM heißt, also ich weiß es auch nicht, was es für eine Abkürzung ist, aber ich weiß, was es macht. Und zwar, PWM muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt ja, ich will diesen Riesenlüfter natürlich, sagen wir mal, ja, regulieren. Also er soll nicht immer Vollgas laufen. Und um das zu verhindern, bräuchte ich halt, oder beziehungsweise um den regeln zu können, bräuchte ich zum Beispiel einen Voltage-Regulator. Sowas, also Voltage-Regulator findet man ja wirklich in ziemlich vielen Geräten. Ich habe hier mal ein Beispielgerät. Ein Radio. Und hier sieht man, da ist ein Voltage-Regulator. Jetzt ist das Problem, das da ist Vergleichstyp vom 7806. Nur beide brauchen, also beide können maximal 1 Ampere. So, und was mache ich jetzt hier mit meinem 6 Ampere Lüfter? Ja, das geht natürlich nicht. Das wird viel zu warm und der wird sofort kaputt gehen. Wenn nicht sogar schon explodieren. Und PWM ist ein sehr, sehr effizientes, eine sehr effiziente Sache, um Lüftermotoren und so weiter, also das ist hauptsächlich für Motoren da, zu regulieren. Das ist dasselbe wie ein Dimmer. Also wenn man jetzt so eine Wand zum Drehschalter hat und dann damit das Licht dimmen kann, das ist sozusagen ein Dimmer nur für 12 Volt. Und das Teil macht jetzt folgendes, da drin sind MOSFETs und die schalten den Strom je nachdem an und aus, wie man das haben möchte. Und zwar, wenn ich jetzt einstelle, dass der jetzt zum Beispiel 50% an sein soll, also 50% an Geschwindigkeit, dann tun diese MOSFETs in ziemlich schnell den Strom ein- und ausschalten. Dadurch piepst der Motor. Man hört das auch, dass wenn man so einen Motor da anschließt, dass er piepst. Dieser Motor hier piepst nicht so laut, das glaube ich, kann das Mikrofon nicht aufnehmen. Aber dieses Piepsen ist das ständige Ein- und Ausschalten des Stroms. Also ich habe keine Ahnung, was es für eine Frequenz ist. Müsste man mal messen, aber je nach Stellung dieses Potentiometers hier, ich zoome mal etwas ran hier. Hier ist ein Poti und je nach Stellung dieses Potis wird dann dieser Strom schneller oder langsamer ein- und ausgeschaltet. Wenn der Strom langsamer ein- und ausgeschaltet wird, dreht sich der Lüfter langsamer und wenn er schneller ein- und ausgeschaltet wird, dreht er sich schneller und irgendwann wird der Strom gar nicht mehr ausgeschaltet, sondern bleibt Dauer an. Das ist 100%. Wenn ich den jetzt einschalte, muss ich hier einen Schritt gehen. Jetzt steht hier 000. Und das ist die Anzeige von Prozent. Wenn ich hier jetzt weiter drehe, bei 10% läuft er an. Ja, ein bisschen, ja, 10%, so. Jetzt sieht man,
Das dreht sich aber sehr langsam. In dem Zustand habe ich gemessen, braucht er einen halben Ampere. Das ist schon viel, das ist ein alter Motor, heutzutage brauchen die weniger. Jetzt kann ich natürlich aufdrehen. Man sieht also, dieser Lüfter ist ziemlich stark, man hat es vielleicht gehört. Und ich mache das dann halt immer so, ich stelle diesen Lüfter, der hat genau die Breite meiner Fensterbank, auf meine Fensterbank, mach das Fenster auf. Also abends natürlich, wenn es abgekühlt hat. Und dann lasse ich das Ding für 10 Minuten da stehen und lasse durchlüften. Der Nachteil, erstens mal ist es schwer und zweitens, die hier ist nach 3 Durchläufen leer. Um mal zu zeigen, wie stark der ist, habe ich hier so einen PC-Lüfter. Und den, ich mache jetzt mal auf 100%. Gesehen, er hat sich gedreht und einen vom Wind angetrieben. Also das Ding macht ordentlich Kraft, ist aber auch gefährlich, wenn man jetzt hier mit der Hand reinkommt und das Ding läuft bei 70%, ist die Hand ab. Ja, aber es sollte natürlich nicht passieren. Der PWM-Controller wird ganz simpel angeschlossen. Steht sogar drauf. Wir haben hier 12 bis 80 Volt Eingang. Jetzt stellt er die scharf, Moment mal. Hier haben wir 12 bis 80 Volt Eingang und hier haben wir Motorausgang, 30 Ampere maximal. Und hier wird das Display angeschlossen. So einfach ist das. Und hier ist das Poti. Ja, das ist eine ganz simple Sache, sowas. So, einmal scharf stellen bitte. Jetzt, so. Das war es eigentlich auch schon wieder. Ich rate euch, sowas halt zu machen, wenn ihr im Dach wohnt und ihr ist warm, könnt ihr sowas machen. Ihr könnt auch einfach ganz normal einen Ventilator nehmen und den ins Fenster stellen. Nur der hier ist halt ziemlich stark und deswegen braucht er auch so viel Strom. Ja, vielleicht brauche ich irgendwann mal ein Netzteil dafür, weil die Autobatterie übertragen ist halt auch immer so eine Sache. Vielleicht brauche ich irgendwann mal ein Netzteil, aber das weiß ich noch. Ich habe schon mal versucht und der Trafo ist mir dann so heiß geworden, der ist dann leider abgebrannt. Ja. Das war es eigentlich auch schon wieder und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!